Und wie viel Umsatz hat dieser Vertriebler generiert? Genau. Und so ein Vertriebler hat in der Regel eine Umsatzvorgabe von meistens so 1,2 bis 2,5 Millionen. Das ist immer ein bisschen unterschiedlich. Aber sagen wir mal so ein Durchschnitt von 1,8. Vorsicht, warum Vorsicht? Weil, wenn wir jetzt mal ein anderes Thema mit reinnehmen, Kaufkraft des Euro zum Beispiel. Und das geht dann immer so weiter. Das heißt, überleg dir doch mal, wie könntest du quasi mal ein anderes Level ansteuern? Sag mal von 10, 20 Millionen Umsatz im Jahr und einen siebenstelligen Gewinn vor Steuern, wo du einfach tatsächlich mal ein anderes Level bist und nicht nur ein. Die letzten 3 bis 4, 5 Jahre, wo ich auch vermehrt mit Freelancern zu tun hatte, also sprich Softwareentwickler, Digitalexperten, IT-Experten, die letztendlich Solopreneure sind. Schon teilweise wirklich sehr lange, manchmal ein paar Jahre erst, aber teilweise auch schon jahrzehntelang. Und eines der Muster, die ich dort erkannt habe, also Dutzende von Coachings, die ich dort gemacht habe, teilweise über Wochen, Monate hinweg, war, dass bei vielen, insbesondere von diesen sehr techie-behafteten Entwicklern und IT-Experten, die letztendlich auch sehr das tun, was sie aus Leidenschaft gerne tun. Also letztendlich auch IT-Experte sind aus Leidenschaft und deswegen auch so besonders gut sind. Und ich auch dann sehr gerne mit denen zusammenarbeite, weil sie einfach verstehen, ihre Materie sehr gut verstehen, einfach definitiv de facto Experten auch sind. Das Muster, das ich dort aber immer wieder erkennen konnte, ist, dass wenn sie so 15k im Schnitt machen, so 15 bis 20k an der Spitze mit ihrer Dienstleistung, mit ihrer Tätigkeit als Freelancer, sogar schon vor unserer Zusammenarbeit, also quasi noch de facto nur und ausschließlich von Vermittlung, also sozusagen denen auch nochmal 20, 30% abgegeben haben, also selbst da schon, dass sie, sobald der finanzielle Druck scheinbar wegfällt, das heißt, man kann gut leben, man kann seine Familie gut ernähren und so weiter. Mit 10.000, 15.000 Euro geht es schon gut los, dass man eigentlich überdurchschnittlicher Verdiener ist. Ne? Also so der Bundestagsabgeordnete verdient weniger. Ja? Netto ja, ungefähr etwas weniger vielleicht. Also das ist schon ordentlich. Ne? So ein Minister, der verdient auch nicht recht viel mehr. Und sobald dieser finanzielle, also nach der Maslows Pyramide, ne, also unten die Grundbedürfnisse alle befriedigt hat, dann geht es eigentlich schon über in die Fragestellung so ein bisschen, okay, macht mir das eigentlich, was ich gerade mache, noch Spaß? Ja, ich möchte eigentlich lieber noch andere Dinge tun, die mir mehr Spaß machen. Also, dass der Spaßfaktor sozusagen in den Vordergrund rückt und nicht mehr das Geld verdienen. Und das ist auch gut so und ich kenne das aus eigener Erfahrung. Ist bei mir damals auch häufiger schon vorgekommen. Mittlerweile muss ich aber sagen, Vorsicht. Warum Vorsicht? Weil, wenn wir jetzt mal ein anderes Thema mit reinnehmen, Kaufkraft des Euro zum Beispiel. Je nachdem, wie du deinen persönlichen Warenkorb zusammenstellen möchtest, das möchte ich dir gar nicht vorschreiben. Da kann jeder für sich selber ausmachen. Wenn ich heute war ich zum Beispiel dreimal beim Supermarkt insgesamt, bin ich irgendwie bei 100 Euro dann gelandet. So viel war das gar nicht, was ich mir da gekauft habe. Wenn man das jetzt mal mit vor 2, 3 Jahren vergleicht, dann könnte man sagen, ohne jetzt wirklich zu übertreiben, 50% ist im Schnitt die Milch, der Käse etc. alles teurer geworden. Also vieles. Ich würde mal sagen, manches noch mehr. Lass uns mal 50% sagen. Das bedeutet im Klartext, wenn du jetzt dort 15k machst, wie vor 3 Jahren, denn in der Regel sind dort ja quasi keine direkten Korrelationen. Das heißt, wenn jetzt irgendwie bestimmte Güter einfach mal stark ansteigen oder sowas oder Rohstoff oder ähnliches, na, dann wirkt sich das nicht jetzt unbedingt auf deinen Stundensatz aus. Ja?
Dann ist letztendlich die 15k hat eigentlich die de facto die Kaufkraft nur von 10k. Und weil es eben immer noch 10k sind, merkst du es noch nicht so richtig. Weil du lebst ja immer noch in diesem komfortablen Bereich. Jetzt geh mal sozusagen von der Gegenwart, wir waren jetzt in der Vergangenheit, von der Gegenwart in die Zukunft, 3 bis 5 Jahre. Aus dem, sag mal, aus dieser Schuldenfalle, wo wir quasi weltwirtschaftlich drin hängen, wie noch, ich weiß nicht, ob das schon mal so schlimm war wie aktuell, ich weiß nicht, bei der Tulpenzwiebelkrise oder was im Mittelalter, keine Ahnung, da kommen wir nicht mehr raus. Das heißt, der nächste Inflationsschub ist eigentlich schon vorprogrammiert. Und bei der nächsten Welle wird dann vielleicht nochmal so ein Schub kommen. Ja, und das ist eine lange Geschichte, da möchte ich jetzt gar nicht drauf eingehen, in diese ganzen Zins und ja, Zinspolitik und so weiter, aber wir können davon ausgehen, dass die Kaufkraft nicht zunehmen wird, eher abnehmen wird. Was das bedeutet, ist, dass du musst letztendlich schon wieder aufs nächste Level kommen, um noch genauso viel Kaufkraft zu haben wie noch vor 3 Jahren. Sagen wir mal, innerhalb der nächsten 2-3 Jahre müsstest du quasi auf ein Netto vor Steuern kommen, Nettogewinn vor Steuern von 300k. Ne? Du müsstest dann 20, 25, 30k machen, um die gleiche Kaufkraft zu haben wie quasi vor 2-3 Jahren. Das ist ungefähr so die Milchmädchenrechnung, ne? So Pi mal Daumen. Und das ist ja schon wieder nochmal ein Level. Weil das zu machen als Solopreneur ist nicht mehr ganz so einfach. Da brauchst du schon ein bisschen Unterstützung, auch ein bisschen Kreativität, da brauchst du vielleicht noch ein paar Freelancer, ein paar Zuarbeiter etc. etc. Das ist schon ein anderes Level. Und das geht dann immer so weiter. Das heißt, überleg dir doch mal, wie könntest du quasi mal ein anderes Level ansteuern? Sag mal von 10, 20 Millionen Umsatz im Jahr und einen 7-stelligen Gewinn vor Steuern, wo du einfach tatsächlich mal ein anderes Level bist und nicht nur ein inflationsbereinigtes, gleiches Level, ein gefühltes anderes Level vielleicht, ein augenscheinlich anderes Level, nächstes Level, aber in Wirklichkeit hechelst du einfach eigentlich immer nur so ein bisschen der Inflation hinterher, wenn du mal ganz ehrlich zu dir selber bist. Bis du dann wieder so ein bisschen in finanziellen Druck kommst und ich habe schon viele gesehen auf diesem Level, ne? Dann kaufen sie sich ein paar Coachings, werden faul. Ich habe viele in so Masterminds und sowas gesehen, wo ich früher auch immer dabei war, häufig um mich weiterzubilden, Leute kennenzulernen, wo dann genau diese Leute waren, einfach die Solopreneure, die auf so diesem 15k-Level waren, haben aber einfach nur mal gesagt, okay, jetzt machen wir mal eine Auszeit, ich mache halt mal das Coaching für 3 Monate oder 6 Monate. Ja? Das ist so ein typischer Ding, weil sie sind zu satt, da fehlt der Druck. Und es ist halt einfach das, wenn du immer nur quasi auf Druck von außen, ja, das nächste Geldlevel ansteuerst, dann hast du letztendlich mittel- bis langfristig immer wieder das gleiche Problem. Weil einfach die Inflation deine Kaufkraft wegfressen wird. Jetzt einen großen Anteil. Und wer weiß, was dann noch auf uns zukommt. Ja, vielleicht wird ja noch mal kommen noch ein ganz andere Dinge rein. Und jetzt noch mit KI weiß auch keiner, was in 5 Jahren los ist. Das heißt, du musst hier und jetzt musst du dir eine Entscheidung fällen und sagen, okay, ich will, komm, also auf Teufel komm raus, ich will zu den Gewinnern gehören oder ich mache so halbscharig weiter, ne, so ein bisschen lass die Bequemlichkeit walten und schauen wir mal, was daraus wird. Und dann besteht die Wahrscheinlichkeit, dass du halt irgendwo da mal wieder absinkst und dann wieder zu denen gehörst, die zum Beispiel aktuell 2.000-3.000 Euro Gehalt haben und einfach auf jeden Euro schauen müssen. Oder am Ende des Monats immer mehr übrig ist als wie Geld. Denn geh doch heute mal zum Edeka oder Rewe und kauf dir mal ein paar Erdbeeren oder sonst was. Ne? Ist ja quasi schon deinen halben Tageslohn los, so mehr oder weniger. Ja? Also, ich meine, jetzt wenn du mal 2-3 Kinder hast, auf jeden Fall. Ja? Und das wäre einfach mal so mein Gedanke oder mein Impuls für dich. Schau mal, dass du mal dich mal in dich reinhörst und wirklich intrinsisch Motivation findest, mal auf ein ganz anderes Level zu kommen, ohne diesen
diese finanzielle Not zu spüren. Also quasi die Grundbedürfnisse gedeckt zu haben, aber dann trotzdem ein, zwei Level drüber zu schauen. Und das ist für viele ist das eine Kunst für sich, insbesondere für diejenigen, die quasi so mit der Tätigkeit einfach Spaß verbinden wollen, Leidenschaft verbinden wollen, weil häufig hat das ein, zwei Level weitergehen mit viel weiteren Tätigkeiten, Fortbildung und Investitionen zu tun, die mit Leidenschaft und Spaß nur sehr wenig zu tun haben. Bis du dann mal auf diesem Level bist, damit du dann, sagen wir mal, siebenstelligen Betrag letztendlich dann nette Vorsteuern am Jahresende übrig hast. Dir ein paar Immobilien kaufen kannst und einfach mal abgesichert bist. Und nicht nur du, sondern auch deine Familie, vielleicht sogar noch ein paar Verwandte dazu. 10, 12 Immobilien solltest du irgendwann mal dann schon haben, wenn du 50 oder 60 bist. Also, das war mein Wort zu diesem Thema und ich hoffe, du entscheidest dich richtig und ansonsten sehen wir uns gerne wieder bei mir auf dem YouTube-Kanal, beziehungsweise auch gerne mal in einem Erstgespräch. Bis dahin, dein Thomas Klein. Ciao. Ja, das hängt aber auch mit der Unternehmensgröße zusammen, was du da gerade sagst und kalkulierst. Ja, also das heißt, desto kleiner der Umfang, desto kleiner die Firma, desto weniger ist der Faktor X nötig. Verstehst du, was ich damit sagen will? Nee. Ich gebe dir mal ein konkretes Beispiel. Ich habe zum Beispiel jetzt 2 Jahre lang mit einem Systemhaus zusammengearbeitet, 150 Mitarbeiter und dort gab es 3 Vertriebler in der Regel. Ja? Ein Vertriebler hatte ein Nettogehalt von 80.000 fix und dann noch, je nachdem, ob er seine Ziele erreicht hat, hat er nochmal 20.000 bis 40.000 obendrauf bekommen. Mhm. Ja? Also mal, jetzt nehmen wir mal einen Durchschnittswert von 100.000. Also ein Vertriebler hat 100.000 gekostet. Dann noch die Arbeitgeberzuschläge und so, also wahrscheinlich mehr wie 100.000, sagen wir mal 120.000, also 10.000 mindestens im Monat. Okay? Und wie viel Umsatz hat dieser Vertriebler generiert? Genau, und so ein Vertriebler hat in der Regel eine Umsatzvorgabe von meistens so 1,2 bis 2,5 Millionen. Das ist immer ein bisschen unterschiedlich, aber sagen wir mal so ein Durchschnitt von 1,8. Also der hat eine Umsatzvorgabe von 1,5, 1,8 Millionen Euro. Das ist der Umsatz, den er bringen soll. Und dann bekommt er sein volles Ding mit Bonus und allem drum und dran zwischen 100 und 150.000, sagen wir mal 120.000, weil es einfacher zu rechnen ist. Das sind auch um die 10%. Das sind Faktor. Ja, Faktor ungefähr um 10. Aber warum? Warum ist es so? Ja, weil in diesem Systemhaus der Vertriebler macht vielleicht den Erstkontakt, in dem Fall habe den sogar ich gemacht, dann übergebe ich den Lead an den Vertriebler. Der macht nicht einmal ein einziges Gespräch alleine. Verstehst du, was ich meine? Es ist kein Vertriebler, der hingeht, wie so ein Handelsvertreter, einen Kunden gewinnt, sich mit dem alleine 5-mal trifft, den abschließt, das Geld fließt rein und dann kommt der nächste Kunde und so weiter. Sondern es ist ein System aus Projektgeschäft, komplexe Themen und so weiter. Ab dem ersten Discovery Call, ja, sogar das, wo man sich noch beschnuppert, ist manchmal schon der Consultant mit dabei. Das heißt, ein Senior Consultant, dessen Tagessatz teilweise, keine Ahnung, 2.500 Euro wert ist oder sowas, macht sich dort eine halbe Stunde oder eine Stunde oder 2 Stunden Zeit. Auch das muss mit einkalkuliert werden. Das heißt, bei so einem Systemhaus, ja, der Anteil, den der Vertriebler quasi letztendlich hat in dem ganzen Neukundengewinnungsprozess, ist nur prozentual, das ist nur ein Teil von dem Ganzen. Da hängen so viele Consultants, Techniker, Architekten, dann und so weiter und so weiter und so weiter. Das heißt, der Vertriebler selbst gewinnt den Kunden gar nicht, so gesehen, ja, alleine, sondern den gewinnen alle zusammen irgendwie, ja, also 3, 4 Kollegen zusammen. Das heißt, damit sich das Ganze überhaupt rechnet, muss das ein Faktor 10 sein. In deinem Fall
da hängen nicht irgendwie noch 5 Leute dran oder so. Reicht auch Faktor 3 bis 4, damit sich das Ganze rechnet. Das ist ein riesiger Unterschied. Wieder zurück. Ja. Aber im B2B muss ich das ganz anders machen, weil ich will mit einem guten Gefühl aus dem Gespräch gehen lassen, wie ein Kumpel, ja, wo wir uns austauschen, wo eine Win-Win-Situation da ist, ja, wo du bzw. das, was dahinter ist, der Auftrag, der dahinter ist, auch was zu bieten hast, der den Entscheider, den Kontakt weiterbringt, in was auch immer er sich als persönliches Ziel gesetzt hat. Das ist auch so ein Ding, dass wir reden hier letztendlich im B2B, aber desto mehr B2B es eigentlich ist, also die Verträge, das Geld, ja, die Überweisungen, ja, das passiert alles von Firma zu Firma. Aber das Geschäft geht von Mensch zu Mensch. Das heißt, du musst immer sehen, das ist B2B, das ist Firma zu Firma, aber die Akquise ist von Mensch zu Mensch. Ja, ich finde, man muss da schon noch mal ein bisschen differenzieren. Also du hast auch alleine vom Suchverhalten her ganz andere Kriterien im B2B-Bereich. Alleine, wenn du dir schon die Zeiten anschaust, wie im B2C-Bereich. Hinzu kommt auch einfach, der Funnel ist ein ganz anderer. Meistens hattest du da mehrere Entscheidungsträger im B2B-Bereich, wo es nicht einfach diese intuitiven Käufe gibt, wo es einfach heißt, ach geil, das neue Nagelset kaufe ich mir jetzt sofort, sondern da sind ja meistens mehrere Instanzen dran beteiligt. Also ich würde das jetzt nicht in eins clustern. Okay, cool. Ja, klassische Kampagnen überwachen, sprich in regelmäßigen Abständen die Keywords angucken, die Anzeigen überarbeiten, die Anzeigengruppen überarbeiten. Je nachdem, ob wir ein Produkt oder eine Dienstleistung haben, gucken, sind die Sachen alle noch aktuell, hat sich was verändert. Genau, es ist aber tatsächlich ein Trugschluss zu sagen, je mehr man arbeitet oder je mehr man an diesen Kampagnen verändert, desto besser werden sie laufen, weil es ganz häufig der Fall ist, dass Leute sich damit auch ihre Kampagnen einfach zerschießen, weil sie die zu oft anfassen. Ja, und dann geht einfach dieses Learning, was eben unser Algorithmus heutzutage einem bieten kann, dadurch verloren, nur weil Leute zu ungeduldig werden. Und diese Erfahrungen musste ich auch schon machen, dass dann einem irgendwas unter den Fingern brennt und man Dinge schnell anpassen möchte, um schnelle Erfolge zu erzielen. Aber das ist Performance-Marketing einfach nicht. Ja, man braucht einfach Geduld, um gute Ergebnisse zu erzielen. Dann ist es auch absolut eine sinnvolle langfristige Maßnahme. Das sehe ich hier. Also wir haben unheimlich gute Ergebnisse bei meinen Kampagnen, auch vorher schon gehabt. Man sieht einfach, dass das ein unheimlich starker Hebel ist, gerade im B2B-Bereich, die Google-Suchmaschine nach wie vor.